Hallo Welt. Hallo Chat. Hallo Henning, hallo Claudia. Hallo Forschungsstrom. Hallo Ström. Was machen wir? Genau, lieber Chat, bitte, was stellen wir da? Es hat was mit aktuellem politischen Diskurs des Tages zu tun. Es ist wirklich mal was zum Mitdenken. Esoteriker ist nicht richtig, Mr. Brosser, nein. Ein dreiteiliger Begriff. Wenn ich mal so weiter mache hier, da kriege ich noch, hyperventiliere ich gleich noch. Ich kann das auch so, ich kann meins auch so machen. So. Oh, das ist auch gut. Wir ringen nach Ruhe. Das vielleicht auch, Max Track, aber es ist ein Begriff. Er hat drei Teile. Ich bin der erste Teil. Ich bin der zweite Teil. Und ich bin der dritte Teil. Der schwierigste von allen. Warte, doch, das geht irgendwie. Pass auf, warte. Du kannst das darstellen, indem du einfach sagst so. Rot? Ach so. Oh nein, es ist schlecht. Okay, gut, ja, habe ich irgendwas Rotes und was, ja, Blaues, okay, in der Nähe. Wenn niemand drauf kommt, guten Abend, Porcus Divinus. Niemand kommt darauf. Aerosol Lambo. Das ist sehr fantasievoll, aber es ist nicht richtig. Stimmt nicht ganz. Nee. Also, pass auf, ich bin die Atmend. Ich bin die Öffnung. Und ich bin die Matrix. Ja. Wir sind heute die atmende Öffnungsforschungsstrommatrix. Schöne Grüße gehen raus an den bayerischen Ministerpräsidenten. Aber ist eigentlich gar nicht das Thema hier, die Politik. Nee. Sondern ist eigentlich wieder Forschungsstrom. Schön, dass wir endlich wieder da sind. Hallo Claudia. Ja, hallo. Ihr Henning. Habt gefehlt. Genau. Hallo, ja. Lambert. Hi. Auch ihr im Chat habt gefehlt. Genau. Hallo auch Frank, JP, wunderbar, dass ihr schön alle da seid. Willkommen zu Es gibt kein Weiter. Genau, das ist das Thema heute. Was heißt das? Aber erstmal haben wir gesagt, wollten wir uns nochmal wieder vorstellen. Ja. Wo ich eh gerade das Wort habe. Ich bin Henning, ich komme aus Berlin. Ich mache hier bezahlte Wissenschaftskommunikation tagsüber und abends mit euch unbezahlte Wissenschaftskommunikation. Ja, Claudia, gut, mach du dann, weiter. Genau, gut, dann ich, Claudia, ich bin Claudia, ich komme aus Düren. Wenn du Berlin droppst, muss ich Düren droppen. Ja, das hallo. Liegt im Dreiländereck, nein, also zwischen Aachen und Köln, Tagebau, Hambacher Forst. Und ich beschäftige mich in meiner Professur mit Wissenschaftskommunikation, intern und extern, also alles, was mit Publizieren und nach außen quatschen zu tun hat, ist mein Forschungsgebiet. Ja, und ich bin Lambert, ich streame aus Hannover, ich habe den nördlichsten von allen Ausgangspunkten hier, der hier vertreten ist im Forschungsstrom, immer, glaube ich, und ich arbeite an der TIP, also so ähnlich wie Claudia, zumindest Claudia ursprünglich Bibliothekswesen und Open Science Lab, das heißt, ja, digitale Öffnungsdinge, die wir tun hier. Let's us. Hallo Hofi. Nördlichsten, genau, der nördlichste Punkt. Mr. Capture, danke. Och, den muss ich mir aber merken. Ja, das ist aber lustig. Ist ja, okay, gut, okay. Der ist gut. Ich hatte auch schon so ein bisschen gedacht, du hättest den so geplant gehabt, Lambert. Ah. Nee, das bleibt Mr. Capture vorbehalten, wirklich. Ja. Das ist schön. Darf ich, bevor wir hier noch, ich muss ja noch einen Disclaimer raushauen. Was denn? Pass Bitte. Auf. Also, ich streame heute zum allerersten Mal über DSL. Ich weiß, es ist total merkwürdig. Hattest du bisher nur Modem? Ja, so ein 4K-Modem. Versuch da genau. mal mit Und zu streamen. Das Geräusch, was ihr immer nicht hört, bevor es losgeht, ist so ein Kann das noch jemand? Naja, also die Boomer unter den Zuhörern wissen, was ich meine jetzt, dieses Modem-Geräusch halt. Ja. Genau, und ich streame über DSL, weil das Kabel, das hier liegt, schlecht war, ist so schlecht, dass wir immer mit dem Stream Probleme hatten. Kabel können schlecht werden. Ja, offensichtlich. Ich habe aber auch gelernt, dass nicht nur das Kabel-Internet hier problematisch ist, sondern auch das DSL-Internet.
Das heißt, es könnte heute passieren, dass mein Internet hier crasht. Wenn das passiert, don't panic. Dann verschwinde ich aus diesem Discord-Call. Der Stream wird abbrechen. Aber glaubt mir, ich bin in 2 Minuten zurück. Ich habe das getestet. Wie machst du das? Ich warte, bis da hinten die Lampe an der Fritzbox aufhört zu blinken und starte den Stream neu und joine rein in diesen Kanal. Das heißt aber leider auch, ihr könnt kein Pausenprogramm machen. Ich hätte euch zwar ja zu gerne in dieser Pausenfüllerrolle mal gesehen. So, ich bin weg, tschüss! Genau, aber genau, nur so als Vorwarnung, wir kommen wieder. Ja, kurze Unterbrechung. Mit Unterstützung von AVM. Also wir sind ja eigentlich werbefrei, ne? Aber muss man an dieser Stelle mal sagen. Das ist der vierte Mann, der vierte Forschungsstrom-Subjekt hier an Bord. Aber machst du dann dasselbe Internet wieder oder wechselst du dann das Internet? Ich mache dann dasselbe Internet wieder, weil das ist immer noch schneller als das Kabel-Internet. Und das Kabel-Internet haben wir ja das Problem, dass es konstant einfach hier total schlecht ist und die Leute gar nichts gucken konnten. Da dachte ich mir, 2 Minuten mal Komplettunterbrechung und dann wieder schnell dabei ist besser. Aber wir testen es aus und die Hausverwaltung ist auch schon dran. Die Kabel werden erneuert. Also, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ein Ringlicht am Ende des Tunnels. Und Mr. Brosser hat zu deinem Disclaimer, Claudia, ja, die pfiffige Bemerkung schon gemacht. Also gibt es dann doch ein Weiter. Also schon, es ist unfassbar. Ja, naja, ja, gut, okay. Aber was ist ein Boot? Baris was right. Schreibt, wie viel B-A-U-D. Baut. Also das ist eine ganz alte Bezeichnung für eine Geschwindigkeitseinheit. Und man muss aber ein richtiger Nerd sein, um jetzt den Unterschied zwischen Boots und Bit per Second erklären zu können. Weil ich weiß, für mich habe ich das immer gleichgesetzt. Ich hatte mein erstes DFÜ-Gerät, wisst ihr noch, was DFÜ heißt? War ein 300 Baut oder Boot-Modem. Und dann habe ich immer so Nerd-Diskussionen gehabt, ob das jetzt 300 Bits per Second sind oder nicht. Oh Gott, okay. Da sage ich lieber Absolut. Hallo, Orangenöl. Ja, schön, dass du da bist, auch Latecomer, als Latecomer. Genau. Und ich meine, abgesehen von der hohen Baudzahl ist Full-Duplex auch wichtig. Nicht nur Halb-Duplex, das ist, weil das erhöht den Datendurchsatz. Das waren wichtige Eckdaten. Ja. Okay, ja, wunderbar. Ist so. Wir haben heute auch einen Programmpunkt, wo ihr solch altes Wissen auch gut gebrauchen könnt. Aber ansonsten haben wir keine wir haben nichts vorbereitet. Ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Nee. I didn't prepare anything. Nichts. Wirklich. Wir haben nämlich mal gedacht, wir haben zwar so viel Struktur, aber wir sind auch vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst. Deswegen wollten wir heute mal einen lockeren Strom machen. Ja. Wir reden drüber. Könnte Spuren von Wissenschaft enthalten, aber es ist nicht so richtig. Ihr werdet nicht mit Papern zugeschüttet heute. Ja. Oder einfach um euch zu beweisen, dass man noch weniger vorbereitet sein kann, als wir sonst schon nicht sind. Genau. Also, das ist unsere Challenge, ne? Wie unvorbereitet geht eigentlich? Genau, aber es gibt einen Teil, den ich vorbereitet habe. Das ist nämlich ein Spiel. Ich habe nämlich überlegt, ich würde gerne ein Spiel mit euch spielen. Und das hat auch mit dem Titel zu tun. Wie war der Titel nochmal? Es gibt kein Weiter. Es gibt kein Weiter, genau. Und das Beste ist ja, auf Twitch wird ja viel gespielt und deswegen müssen wir hier auch mal ein bisschen spielen. Wir spielen aber ganz analog und nicht mit dem Computer, sondern miteinander. Und bevor man jetzt irgendwie tolle neue Spiele entdeckt, ist ja viel besser, anderen Leuten Spieleideen zu klauen, die schon da sind und die gut sind. Und wir wollen jetzt heute das A- oder B-Spiel spielen. Also ich nenne ein Begriffspaar und ihr müsst euch bitte für einen von beiden entscheiden. Ich mache mal einen kleinen Test mit Lambert. Lambert, impfen oder nicht impfen? Impfen bitte, sofort. Okay. Claudia, DSL oder Kabel? Wie kein 4K-Modem? DSL. Okay, gut. Also ihr habt das Spiel verstanden. Ja. Das Problem ist nur, es gibt manche Fragen, die will man eigentlich nicht beantworten. Wie die Claudia zum Beispiel gerade, DSL oder Kabel, wenn beides scheiße ist. Ne? Ja. Und deswegen gibt es in der Luschenform dieses Spiels A oder B, die Luschenform dieses Spiels ist A oder B oder weiter. Aber bei uns, das sind die verschärften Bedingungen, jetzt gleich im Spiel, gibt es kein Weiter. Oh, shit.
Das heißt, ihr müsst euch dann, auch wenn es schwer fällt, leider entscheiden für eine der beiden Alternativen. Ach du meine Güte, okay. Genau. Und das Spiel wird eigentlich erst dann so richtig witzig, wenn man nicht 2 Stunden lang nachdenkt, ob man jetzt für DSL oder Kabel ist, sondern wenn man das so ohne wirklich nachzudenken, so zack, bumm, direkt rausschießt. Ne? Ach du meine Güte. Und das ist okay. Eigentlich die eigentliche Regel des Spiels, ist, ich nenne ein Begriffspaar und dann müsst ihr superschnell antworten. Aber wirklich so superschnell. Dieses Spiel kann eh nicht beenden, wer oder? Von uns antworten soll? Oder? Genau. Das ist jetzt nämlich die Sache, die ich nicht festgelegt habe, die ich gerne mit euch besprechen würde. Also ich habe sage und schreibe 95 Fragen. Wow, 95 okay, krass, ja, okay. Und das wird richtig scheiße anstrengend für euch, kann ich euch schon mal sagen. Okay. Ich werde euch quälen. Und ihr könntet euch dabei abwechseln. Ihr könntet zum Beispiel, die eine Person die erste Hälfte machen, die andere Person die zweite Hälfte. Oder wir können es auch einmal komplett durchgehen mit Lambert und einmal mit Claudia. Da müsstet ihr euch so ein bisschen überlegen, wie ihr es gerne hättet. Aber wenn natürlich der eine es zuerst macht, dann kennt der andere danach schon alle Fragen. Also, ach so, ja, aber die erste Hälfte so und die zweite Hälfte so oder so machen. So aus dem Bauchgefühl heraus würde ich ja sagen, abwechseln könnte lustig sein, aber ja, also entweder so full duplex, ja. Dass man dann nicht... Ja, was, ach so, okay. Ja. Oder ist das, war das keine der Optionen, Henning? Entschuldigung. Doch, das stimmt natürlich. Aber dann das können wir auch so machen. Ja, oder also ja. Also für mich ist auch okay, wenn also ich kann die erste Hälfte machen, Lambert, dann siehst du mal, wie furchtbar es ist. Und dann bin ich raus und kann mich zurücklehnen und guck dir zu. Das ist, boah, okay, ja, das, wenn ihr danach krass noch Energie habt, können wir es danach nochmal umgekehrt spielen. Ach du meine Güte. Ja, okay. Das klingt schon so konditional, wenn ihr danach noch... Okay. Ja, das... Ja. Ich darf der Chat mitantworten? Ja, natürlich darf der Chat mitantworten, aber es wird so schnell gehen, wenn Claudia die sich an die Regel hält, und ich werde auch ein bisschen Stress machen, dass da eigentlich nicht so richtig viel Zeit ist, jetzt alles mit im Chat mitzuchatten. Nee, aber die können antworten und ich kann danach lesen, was die gesagt hätten. Okay. Also, Claudia, bist du bereit? Okay. Du kriegst die ersten 47 Fragen. Okay. Also, Claudia, open oder closed? Open. Grün oder golden? Gold. Deal oder no deal? No deal. Plan S oder Plan Sci-Hub? Plan Sci-Hub. Alexa oder Alexandra? Alexa oder Alexandra? Alexandra? Wer ist das? DOI oder DID? DOI oder DID? DOI. TLA oder DBA? Was? TLA oder DBA? TLA. EDBA oder XKCD? XKCD. Homeoffice oder Homelab? Homeoffice. Analog oder digital? Digital. Drin oder draußen? Drin. Fahrrad oder Auto? Auto. Fahrrad oder Auto? Auto. Fahrrad oder ÖPNV? ÖPNV. Bild oder Bildblock? Bildblock. Reichelt oder Poschardt? Reichelt oder Poschardt? Poschardt. Wiesendanger oder Lenzen? Ich kenne beide nicht. Roland Wiesendanger oder Dieter Lenzen? Ich habe keine Ahnung. Lenzen? Roland Wiesendanger oder Dieter Lenzen? Lenzen. Ja, ich kenne ihn nicht. Lenz, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fleisch oder kein Fleisch? Kein Fleisch. Milch oder Veggie? Veggie. Milch. Veggie Day oder Schnipo-Schranke? Veggie Day. Veggie Day oder Schnipo-Schranke? Veggie Day, Veggie Day. Berg oder Meer? Meer. Fluss oder See? See. Land oder Stadt? Stadt. Düren oder Hannover? Düren. Laschet oder Weil? Laschet Weil. Oder Weil? Weil? Laschet oder Weil? Ja, Weil. Achso, habe ich nicht gehört. Sorry, ich habe so in meinem Mikro. Online oder Berlin? Ach, was? Nochmal. Online oder Berlin? Berlin? Online. Berlin. Online. Erde oder Mars? Erde. Pluto oder nicht Pluto? Pluto. iOS oder Android? Android. Klicken oder tippen? Klicken. Tippen oder diktieren? Diktieren. Atari oder Amiga? Atari. ZX Spectrum oder Schneider PC? ZX Spectrum.
Cartridge oder Datasette? Datasette. 3,5 oder 5¼? 5¼. ATA oder SCSI? ATA. Jumper oder BIOS? BIOS. Modem oder Akustikkoppler? Akustikkoppler. Tonwahl oder Impulswahl? Was? Ton? Tonwahl oder Impulswahl? Tonwahl. DFÜ oder EDV? EDV. Mailbox oder AOL? Mailbox. Du hast es gleich geschafft. Windows 3.11 oder MS-DOS 4.0? MS-DOS. Windows 95 oder MS-DOS 6.22? Windows 95. Gleich hast du es geschafft. Okay. Bernstein oder Grün? Grün. Basic oder Pascal? Pascal. C oder C++? C. Python oder Java? Python. Ah, puh. Meine Güte, was waren das für Fragen? Und wer ist Lenzen? Das, was du überlebt hast, Claudia. Wahnsinn. Ja. Wer ist Lenzen? Das war doch dieser eine Unipräsident von der FU. Und Wiesendanger war doch der durchgeknallte, Entschuldigung, aber Hamburger Prof mit dem Corona. Ach, daher klingelte mir der Name und ich habe ihn nicht genommen. Aber ich, okay, gut. Ja. Ich habe ja, ein Namensgedächtnis. Das ist aber auch wirklich eine gemeine, ausgesprochen gemeine. Mein Puls. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Hofi, C kann ich, C++ kann ich nicht. Genau, was sagt der Chat? Das ist jetzt natürlich Wiesendanger oder Homburg. Wiesendanger oder Homburg. Ja, Spahn oder Scheuer. Ich meine, das ist hier so, also. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist anstrengend. Ist anstrengend, aber du hast dich nicht so, hast dich dir nicht anmerken lassen, dass ich dich gestresst hätte, obwohl ich wirklich versucht habe, dich zu stressen. Weil du hast mir nicht angemerkt, dass ich gestresst war. Ich stand unter 190 Puls. Ja. Teilweise hast du uns aber auch tief in den Kaninchenbau des Computermuseums und der Computeruhrzeit herabgezogen. Ja, Lambert, warte mal ab, bis dein Teil kommt. Oh Gott, ja. Okay, ich bin am Durchatmen. Ja? Ach, guck mal, atmen. Lambert, okay. Bist du bereit? Ja. Es kommen deine sieben, du hast 48 Fragen. Okay. Also, Twitter oder Mastodon? Twitter. Twitter oder Feedreader? Feedreader. RSS 2.0 oder Atom Feed? Atom. XML oder JSON? XML, oder? Ja. UTF-8 oder Unicode? UTF-8 oder Unicode? UTF-8. Unicode oder Unicorn? Unicorn. Hackathon oder Datathon? Hackathon. Snowden oder Assange? Snowden. Mikrofon abkleben oder rauslöten? Oh, rauslöten. Kamera abdecken oder Kamera offen? Kamera offen. Cloud oder Festplatte? Cloud. Dropbox oder Nextcloud? Nextcloud. Gehostet oder hosten? Gehostet. VPN oder Tor? Oh, VPN. Oder Posteo oder Gmail? Posteo. Posteo oder Mailbox.org? Posteo. Posteo oder Mailserver selbst hosten? Posteo. PGP oder unverschlüsselt? PPP. PGP. PGP. PGP oder S-MIME? GNUPEC. Was? Achso. PGP oder S-MIME? PGP. E-Mail oder Matrix.org? Matrix.org. E-Mail oder Matrix.org. WhatsApp oder Signal? Signal. WhatsApp oder SMS? Oh, WhatsApp. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. Bitte? WhatsApp. WhatsApp. Podcast-Feed oder Spotify? Podcast-Feed. Twitch oder YouTube? YouTube. Twitch oder TikTok? Twitch. TikTok oder Clubhouse? TikTok. YouTube-Kommentare oder Blog-Kommentare? Blog-Kommentare. Play oder Let's Play? Let's Play. Games oder Game Studies? Oh, Game Studies. Live oder Game of Life? Game of Life. Reproducibility oder P-Value-Hacking?
P-Value-Hacking. Open Science oder Community Science? Community Science. Community Science oder Guerilla Science? Guerilla Science. Corona oder Klima? Klima. Corona? Biodiversität oder Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit. Ramsdorf oder Fahrenhold? Ramsdorf? Hopper oder Loveless? Oh, Hopper oder Loveless? Loveless. Curry oder Nöter? Oh, ey, Curry oder Nöter? Curry. Kowalewskaja oder Meitner? Ich habe keinen Schimmer. Sophia Kowalewskaja oder Lise Meitner? Lise Meitner, die war irgendwas mit Atomen, ne? Lise Meitner. Charpentier oder Dautner? Charpentier oder Dautner? Los! Emmanuel Charpentier oder Jennifer Dautner? Ich könnte jetzt irgendeine Zeichenfolge nennen, ich weiß es einfach nicht. Charpentier oder Dautner? Los! Charpentier, okay. Klingt gut, ja. Greta oder Göpel? Greta oder Greta. Göpel? Greta! Getz oder Gänzel? Getz. Nguyen Kim oder Yogeshwar? Oh, Nguyen Kim. Fraunhofer oder Planck? Planck. Leibniz oder Helmholtz? Leibniz. Drosten oder Zizek? Drosten oder Zizek. Drosten oder Fauci? Drosten. Streeck oder Kekulé? Streeck oder Kekulé? Oh, ey, Streeck. Danke, hast geschafft. Nein, Schinken oder Ei? Ich sterbe. Schinken oder Ei? Ach so, oh, Ei. Gut. Obwohl, ist beides gut. Naja, gut. Uiuiui. Mann, ja. Ey. Wer so. Denkt sich denn sowas aus, Henning? Ich bin auch ein bisschen gestresst, Lambert. Oh, ja. Gott. Aber das sind ja schwierige Entscheidungen, wenn man die Namen nicht kennt. So, für wen entscheide ich mich jetzt? Ja, sag noch mal ein bisschen was zu der Namensstrecke. Emmy Noether, das war doch, das ist so, also ich siedle das jetzt so an, irgendwie eine Naturwissenschaftlerin, eine wichtige aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, ja, ich richtig? Anfang 20, also Mathematikerin, okay. Anfang 20. Jahrhundert. Okay. Ist, glaube ich, die erste Frau gewesen, die in Deutschland in Mathe promovieren durfte, aber jetzt habe ich es nicht genau nachgeguckt. Aber ja, ist dann halt, hat versucht, in Göttingen eine Professur zu kriegen und hat das aber erst nicht hingekriegt und dann doch so halb und ja, ist dann auch irgendwie vor den Nazis geflüchtet, wie so viele aus Göttingen damals, und hat halt ganz erhebliche mathematische Grundsatzdinge aufgestellt, die zum Beispiel in der theoretischen Physik beim Thema Erhaltungsgrößen total relevant sind. Da gibt es diese Noetherschen Theoreme, da habe ich mich auch mal Noethersche Induktion, schreibt Hepta schon. Ja. Porcus Divinus fragt, war Charpentier einer von denen mit CRISPR-Cas? Oder genau. Genau, das sind ja Charpentier und Dautner, die den Nobelpreis bekommen haben für CRISPR-Cas. Und Emmanuel Charpentier, französischstämmig, aber zuletzt lange in Deutschland geforscht. Und Jennifer Dautner aus den USA, die da mal einen reinen Frauen-Nobelpreis zuletzt abgeholt haben. Ja. Okay. Und du hast dir jetzt all diese Fragen selber ausgedacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte ernsthaft vorschlagen, dass wir bei einem der nächsten Streams diese Liste nehmen und Wikipedia Speedruns damit machen. Wie würde das aussehen? Was kennst wäre du, das? Kennt ihr Wikirun Speedruns? Nee. Also Wikiruns ist eine Disziplin, man startet auf einer Seite der Wikipedia, zum Beispiel Streeck. Und dann muss man sich, hat man den Wikipedia-Seite, man darf nicht auf die Siehe auch oder Referenzen gehen, man darf nicht auf der Seite mit Steuerung F suchen, man scrollt durch und muss sich über die Verlinkungen im Wikipedia-Artikel durchklicken bis zu dem anderen Begriff. Also wenn man von Streeck zu Salami will,
dann muss man sich überlegen, welche Begriffe sind im Strickartikel, was könnte eventuell zu Salami führen. Und dann wird die Zeit gemessen und genau, dann guckt man, wie lange es gedauert hat. Ich bin darin unfassbar schlecht, das kann ich schon mal sagen, aber es gibt Leute, die kommen in 2 Minuten von, weiß ich nicht, Strick zu Wurstbrot. Und man muss ganz kurz kommentieren, warum man das macht oder so, oder? Das, um es lustiger zu machen für die Zuschauer wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich glaube, also, wobei, also es gibt einige, die das, ich habe schon mal in Streams gesehen, das machen, es ist halt total Stress. Genau das, was Henning mit uns gemacht hat, das macht furchtbar Stress, weil du überlegst halt, was führt mich irgendwo hin und dann klickst du irgendwo drauf und es war eine total schlechte Entscheidung und ja. Ja, schön. Ja, gut. Gott. Aber die Liste ist dafür quasi perfekt, ne? Ja, ja. Aber das ist auch eine Gemeinheit, Henning. Das muss ich auch noch mal sagen. Ich meine... So bin ich. Ich hatte es euch aber auch angekündigt, dass ich, dass ich gemein zu euch sein würde. Da fragt der Deal oder No Deal. Ja. Toll. Okay. Und ich habe mich, glaube ich, total reingeritten mit dieser Aussage XML statt JSON. Ja. Sehe ich gerade auch. Was habe ich gemacht? Habe ich das nicht richtig mitgeschnitten, dass JSON irgendwie noch nicht gut genug standardisiert ist und so und dass es so ein bisschen von einigen als Hipster-Mode kritisiert wird oder bringe ich da was durcheinander? Naja, wahrscheinlich nicht. Also JSON hat ja gerade den Vorteil, dass es so eine einfache Struktur hat, die dann selber definiert werden kann, was man will und XML ist halt sehr, also ein XML-Parser, wenn man mal geschrieben hat, so ein XML-Parser, der versucht, fremdes XML zu lesen, weiß man JSON zu schätzen. Okay. Weil die Struktur einfach klar ist. Außerdem, wenn man Python programmiert, ist ein JSON-Element einlesen quasi das Natürlichste der Sache. Aber ja. Genau, guck, da kommt ganz viel direkt. JSON ist so simpel, da braucht wenig spezifizieren. Ja. Das sind so quasi religiöse Überzeugungen und Kriege, die man da auch führen kann, ne? Zwischen solchen. Ja. Absolut. Ja. Bei Python oder Java hast du, glaube ich, auch schon so eine Büchse der Pandora geöffnet. Ja. Da können sich auch Geister streiten. Aber ich glaube, JP hat schon den perfekten Hack für Streeck zu Wurstbrot hingekriegt. Streeck, Tönnies, Wurst. Weiß aber nicht, ob Tönnies tatsächlich im Streeck-Artikel vorkommt. Das müsstest du jetzt mal recherchieren. Ich würde eine Wette darauf eingehen, dass er das tut, oder? Ja. Ernsthaft? Ja. Um was wettest du? Ich, Oh Mann, ey. Wir haben noch gar kein richtiges Bier getrunken hier und trotzdem nee, sind ne? wir schon auf dem Niveau. Ja, Smarte. Okay. Ist nur Koffein drin. Ja, gut. Ja, Lambert, aber bei der letzten Frage, da musst du dich schon natürlich jetzt rechtfertigen. Also Streeck oder Kekulé. Also in dem Fall kann ich mal ganz, ganz meine Hände in Unschuld waschen. Diesen Kekulé habe ich original noch nie gesehen, gehört oder gelesen. Wirklich. Ich weiß irgendwie aus dem Buch, dass es den gibt. Nee, aus Funk und Fernsehen. Also, aber wirklich nur über ihn. Und Streeck muss ich zugeben, ja, da habe ich schon mit so einer gewissen, mit einer Neugier, nenne ich es mal reingeseppt in so eine Talkshow, wo der war. Ich sage dazu nichts. Ja. Und wie verhält es sich in Wirklichkeit? Muss man als externe Wissenschaftskommunikation-Freak dem Kekulé gegenüber da mehr Respekt haben? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich ist es so rum. Ja, weiß ich nicht, aber jetzt im Corona-Kontext fühlte ich mich irgendwie mit dem Boston-Podcast ganz, ganz gut informiert und brauchte dann auch nicht noch irgendwie einen Kekulé-Podcast. Ja. Naja. Ja, aber es ist auch ein bisschen gemein. Wer das kennt, es gibt diesen Podcast von der Zeit, Alles gesagt. Und da wird auch immer das A- oder B-Spiel gespielt. Die haben allerdings die Luschenregel, dass man da auch in 10% aller Fälle weitersagen darf. Aber das hat halt auch, wenn man das öfter mal gehört hat, so eine innere Dynamik wieder, dass die Fragen des A- oder B-Spiel weiter aufgebaut sind. Und das mündet dann auch grundsätzlich in der letzten Frage, die einem also so Pest oder Cholera gibt. Und die klassische letzte Frage bei Alles gesagt, zumindest bis Ende letzten Jahres, war immer Trump oder Putin.
Und dann mussten also die Gäste mussten dann also, wurden dann so aufgebaut mit, ja, was, wie ich das so gemacht habe, so Auto oder Fahrrad, so ganz Trump, zum Schluss oder kommt dann Trump oder Putin. Ne? Und meistens hat man dann am Schluss keinen weiter mehr übrig, weil man sie alle vorher schon verdüngelt hat. Oh Gott, wie schmerzhaft, wenn man das beantworten muss. Naja, gut. Also, das war das Spiel für heute. Und nächstes Mal, wenn wieder ein themenloser Forschungsstrom ist, dann muss eine von euch mal ein Spiel vorbereiten. Ja, ich glaube, das hatte jetzt so eine pädagogische Wirkung auf uns alle hier, dass wir es dazu nicht noch so bald nochmal wieder kommen lassen. Aber mein Kopf ist auch gerade gedanklich voll dabei, dass ich mir gerade überlege, weil wir gerade so sagten, du hast mal in so eine Talkshow mit Streeck reingeguckt und naja, sagst jetzt mal nichts. Ich finde ja, also das muss man ja mal sagen, Wissenschaftskommunikation, also es geht ja eigentlich um die Inhalte, ne? Bei Wissenschaft geht es um Inhalte, man will ja gar nicht auf die Präsentation oder sonstige Dinge achten, aber wenn es um Wissenschaftskommunikation in Podcasts oder in Talkshows oder sowas geht, da finde ich es wirklich manchmal extrem schwer, das von der Person zu trennen oder von der Art des Vortrags. Und das hat jetzt Porkus auch gerade im Chat gesagt, er mochte die Art nicht vom Kelkulé-Podcast. Weißt du? Das ist ja so eine persönliche Präferenz. Das ist ja noch nicht mal irgendwas Schlimmes. Aber ich glaube, deswegen ist Wissenschaftskommunikation unbedingt divers nötig, weil jede Person trifft auf eine andere Person den mit dem richtigen Nerv oder nicht. Ja. Gut, aber Streeck ist eine andere Hausnummer. Dazu sage ich auch nichts. Es hat ganz viel mit der mit dem Medium zu tun, oder? Ich meine, sobald du anfängst, was mit deiner Stimme zu machen und dann vielleicht noch sogar dein Gesicht in die Kamera streckst, dann kommst du aus diesem interpersonalen Ding, was für eine Nase das ist und ob dir das gefällt oder nicht, da kommst du nicht raus. Das ist einfach, so reagiert man darauf und dann kann es irgendwie einen Fall geben, wo der Inhalt super ist und die Person aber überhaupt nicht bei dir ankommt oder umgekehrt, das gibt es natürlich auch, aber man kann es auf jeden Fall nicht rausdividieren, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Genau, und auf der anderen Seite des Spektrums ist es auch so, dass Texte zum Beispiel, also zum Beispiel Artikel, oftmals eher als sehr apersonal, unpersönlich wirken, was die Autorenschaft angeht. Da steht zwar meistens irgendwie eine Autorin oder ein Autor drunter oder drüber, aber meistens heißt es ja dann auch nur so, der Spiegel schreibt oder die Taz schreibt oder ist nicht so persönlich. Die Welt schreibt. Und dann ist auch immer gleich, wenn mal irgendwo was nicht so richtiges oder gutes oder schlaues geschrieben wird, dann ist gleich die ganze Taz blöd, wenn eine Taz-Autorin irgendwie mal was wissenschaftlich nicht so ganz sauber erklärt hat oder so. Ne? Ja, stimmt. Jetzt bin ich aber langsam wieder runtergekommen. Puh. Sehr schön. Dann können wir ja wieder durchatmen. Ja. Ja, genau. Ja, Claudia, was war denn bei dir so los? Die Kategorie, was war so los? Oh, mein erster Monat als Professorin. Ja. Weiß nicht, ob ihr schon mal 6 Vorlesungen auf einmal vorbereitet habt. Aber ich weiß nicht so ganz, wo mein Kopf steht. Und alles geht durcheinander. Und genau, das hab ich diesen Monat extrem beschäftigt. Also neue Arbeitsstelle, neue KollegInnen, im Moment ja komplett Homeoffice, alles anders, andere Aufgabe. Das ist immer sehr schwer bei so einem Übergang. Ich weiß nicht, wie es euch da immer geht, aber mich beschäftigt das dann immer sehr, weil man muss sich ja erstmal zurechtfinden und rennt dann sich immer die Nase an oder ins Leere oder dann, ja, muss man sich selber disziplinieren, dass man was macht, weil man jetzt erstmal gucken muss, was überhaupt zu tun ist. Das hat mich beschäftigt. Das war bei mir los. So. Hattest du denn schon Studierendenkontakt? Ja. Bei mir laufen schon die ersten Bachelor- und Masterarbeiten auf. Und gucken die auch hier zu? Chatten die auch mit? Seid ihr im Chat? Sind hier Studierende im Chat? Ich glaube nicht, dass sie das wissen. So, jetzt Matrikelnummer in den Chat. Nein, aber ich hatte tatsächlich den KollegInnen eine Hallo, hier bin ich Mail geschrieben und dann hatte ich irgendwie so meine Orchid mitgeschickt mit meinen Publikationen und dann habe ich unser
unser Forschungsstrom 1-Minuten-Clip, den ich gemacht hatte für das Forum Wissenschaftskommunikation mitgeschickt, falls man mich mal sehen will, weil man sieht sich ja im Moment nicht. So, also die könnten das wissen. Oh mein Gott, Mr. Capture hat eine Nummer. 5.47.11 ist jetzt extra Credits. Ich schreibe dann am Ende eine Klausur über Forschungsstrom. Streeck oder Kalkulé? Multiple Choice. Okay. Ja, okay. Nein, das war los. Aber ich hab noch ein paar andere Sachen, die los waren. Oder sind. Sind, waren, sind. Beides. Ich weiß nicht, hatten wir letztes Mal war das noch nicht, oder? Dass wir Lambert über Discord geredet haben und über diesen, über Vernetzung, die aus Versehen passiert. Nee, ne? Das erzählt man, ja. Nee, ja, guter Punkt, ja. Genau, also tatsächlich jetzt Library World, aber es geht eigentlich tatsächlich eher um Vernetzung in Zeiten von Corona oder Abwesenheit und Discord erschließen für Zielgruppen, die es bisher da vielleicht noch nicht so ganz hingezogen hat. Und zwar hat Lambert, glaube ich, irgendwie einen Tweet geschrieben. War da nicht, warst du das angestoßen? War ich das wirklich? Also. Ja. Geschenkt. Ja, okay. Ja, aber es ging darum, dass man sich ja mal vernetzen könnte mit KollegInnen und weil man sieht sich ja nicht mit den eigenen vor Ort und so weiter und man möchte ja vielleicht ein bisschen Austausch haben und ja, dann hat man mal so vorgeschlagen, ja, wir könnten ja mal einen Discord machen, habe ich dann irgendwie so gesagt und dann hat jemand anders gesagt, ja, das könnte man wirklich tun, das wäre eine super Sache, einfach mal einen Discord für BibliothekarInnen aufsetzen und 2 Stunden später hatte das jemand gemacht. Und das ist jetzt 2 Wochen her, glaube ich. Ja, 2 Wochen. Und dieser Discord-Server hat jetzt 1.000 Mitglieder. 1.000 Mitglieder, die sich in verschiedenen Kanälen über verschiedene Themen im Bereich Bibliothek jetzt natürlich diskutieren und auseinandersetzen. Wir hatten auch so eine Einführungs-Video-Call. Und haben dann gelernt, dass Videokonferenzen in Discord nur bis maximal bis zu 25 Leuten gehen. Ansonsten nur Voice Call. Und genau, ich fand das sehr toll, weil es so schön gezeigt hat, dass offensichtlich ein großes Bedürfnis da ist, sich zu vernetzen in dieser Zeit und dann auch gerne mal ungewöhnliche, also für die Gruppe, Zielgruppe, ungewöhnliche Medien genutzt werden, wie ein Discord-Server. Das hat mich sehr beschäftigt, weil wir da irgendwie aus Versehen, Lambert und ich sind da irgendwie in diesem Admin-Team gelandet. Naja, bei zufällig gelandet, Claudia. Ich meine, du hast das Ding wesentlich mit deinen bloßen Händen, mit schwieligen Händen aufgebaut. Nein. Schweiß in deines Angesichts. Nein, ich war das nicht. Ich habe nur dabei zugeguckt und dachte, oh mein Gott. Ja, nein, aber das ist tatsächlich passiert und ich finde es sehr spannend, weil ich habe zum einen noch nie die Admin-Rolle auf einem Discord-Server gehabt. Ja. Und zum anderen finde ich es spannend, dass eine Community sich neu findet auf einem neuen, für die Community neuen Medium. Also man kann jetzt live dabei zusehen, wie diese Community versucht, sich auf diesem neuen Medium zurechtzufinden. Ich finde das total spannend. Und was hatten die vorher? Vorher hatten die eine Mailingliste oder was hatten die? Ja. Ja, also Mailingliste. Was ich ja gerne als Abschlussarbeitsthema mal in die Welt setzen müsste, das müsste man mal hinkriegen, ist das Aufkommen eines neuen digitalen Mediums im Vergleich in so historischen Epochenschritten fürs deutsche Bibliothekswesen zu untersuchen, weil das ein wunderbarer Mikrokosmos ist, der eigentlich super dazu geeignet sein müsste, weil du könntest diese Studie, also du könntest sozusagen vergleichen, was Discord mit der Community jetzt macht, mit dem Aufkommen von eNetBib als Mailingliste damals und dann von mir aus vielleicht auch nochmal sowas wie Aufkommen von Blogs und von Twitter, das ist dann auch nochmal zeitversetzt. Fände ich super interessant, oder? Ich weiß es nicht. Glaube ich auch. Also so, wenn man so bei einer Community mal guckt, wie sich das verändert hat, ich glaube, das ist bei anderen Communities ja auch so, dass sich das da so eine krasse Entwicklung stattgefunden hat. Und manche hängen vielleicht auch noch oder haben an bestimmten Stellen der Entwicklung mal eine Zeit lang sehr festgehangen, einfach weil, ne, die Struktur kannte man und das war so. Ich glaube, es ist total spannend, sich anzugucken, wann hing es, wo und wie hat sich es dann doch weiterentwickelt. Ja. Ah, spannend. Ich finde es gerade total spannend, weil es so live zugucken ist.
Oder mit. Aber Lachen. Claudia, eine Bemerkung sei gestattet. Ich finde es total witzig und charmant, wie du deine eigene Rolle darin beschreibst. Weil ich meine, es stimmt natürlich, du hast zugeguckt und du schilderst uns das jetzt oder sowas. Auf der anderen Seite ist es so, dass durch subtile Hinweise, die du Leuten gegeben hast, Fragen, die du geduldig beantwortet hast oder so, du auch Mitschöpferin dieses Phänomens bist, nicht? Also du nimmst dich selbst vielleicht nicht so stark durch die Brille wahr, aber ich glaube... Nee, gar du hast nicht. Da eine entscheidende, doch, du hast da aber eine entscheidende Rolle gespielt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube schon. Ja gut, eine von 4, 5 oder so, aber ich fand's, okay. Ich finde es mega toll. Ja, also, das ist, ja. Ja. Ist gerade so, oh, Lehre über Discord, wow, Orangenöl, das finde ich ja krass. Außerdem gibt es auch offiziell bei den Sozialwissenschaftlern teilnehmende Beobachtung, das ist nichts Schlimmes, kann man auch mal machen. Teilnehmende Beobachtung. Ja, das geht ja auch gar nicht, wenn man die eigene Community untersucht, geht's ja gar nicht anders, oder? Ja, bei so Ethnologen und so hast du das ständig, weil du im Grunde genommen, du gehst in so ein Feld rein und findest Sachen dadurch raus, dass du Leute, also ne, du hast, also du nimmst es teilweise dadurch wahr, dass du die Leute fragst, was sie da eigentlich gerade machen oder so, und in dem Moment bist du ja schon drin im Geschehen. Ja, nicht? Und ja. Da muss man das reflektieren, was für eine Rolle man da vielleicht spielt oder, ja. Aber Orangenöl sagt schon, vielleicht ist Discord auch schon fast Boomer. Und ich glaube, jetzt, wo die Bibliothekscommunity da angekommen ist, muss ich dem zustimmen. Ach Mensch, ihr übertreibt es mit eurem Boomer-Begriff, aber dann auch mal. Ja, gut. Ich bin ja selber. Was würde man dann in Abgrenzung dazu als heißen Scheiß machen, wenn man nicht mehr mit den Boomern zusammen auf einem Server abhängen will? Genau. Das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht. Wir sind dafür zu alt. Das spielt sich irgendwo in unserem Augenwinkel ab. Wir sehen es zwar rein physisch, aber unsere Gehirne können es nicht ausdrücken. Irgendwas Föderiertes wahrscheinlich, oder? Was man so in so einem... Ja, also wie heißen die IRC, bitte. IRC. IRC. Sehr lustig. Older Millennials sind die neuen Boomer. Ja, dann bin ich eindeutig ein neuer Boomer, weil ich bin ein Older Millennial. Ah. Oh, Slack. ICQ. Ja. Ja, okay. Ja, aber sowas wie, weiß ich nicht, Rocket Chat mit Big Blue Button Integration ist dann vielleicht die neue Discord. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nein, aber darüber wollte ich reden, weil ich das echt. Matrix Chat, genau. Ja. Matrix Chat. Da gibt es auch eine Weiche zu Discord. Eine Matrix Discord Weiche. Gibt es, da kann man. Ich würde ja gerne mal mit jemandem über Matrix chatten, aber niemand chattet mit mir über Matrix, weil ich niemanden kenne auf Matrix. Insofern könnt ihr mich mal bitte anchatten. Das muss der Chat machen, weil ich habe keinen Matrix. Warte mal, ich guck mal eben, wer ich bin. Also ich bin. Moment, können wir nicht Zeit machen. Oh, du hast Matrix? ng.matrix.org. Ich schreibe mal hier eben gerade hnng. Das ist ein ganz aufregender Moment, mitzukriegen, dass tatsächlich mal jemand auf Matrix ist. Das kennt man ja überhaupt nicht. Leute, Trommelwirbel! Wie live dabei, wie Lambert und Henning sich vernetzen. Echt? Das bist du? Okay. Ja, halt ohne Vokale, ne? Das ist sehr lustig. Schluck auf. Aber wer bist du denn? Ich kenne meinen Namen noch nicht mal auswendig. Aber ich, Moment, ich würde gerne da mal mit jemandem chatten, aber ich habe das irgendwie, habe ich da niemanden. Und das ist ja sowas von datensparsam, dass man da ja nicht mal irgendwie. Aber das hat nur Textchat, oder? Das hat kein Voice-Chat oder ähnliches. Ich bin, so, und jetzt kommt's, jetzt wird die technologische Überlegenheit von Matrix gleich klar. In einer visuellen Sache. Ich bin das hier. Ah ja. Ah ja, dann scannen wir ein. Ja. Könnt ihr jetzt einscannen? Nee, aber ernsthaft, ist so. Aber okay. Ich kann auch gerne nochmal meinen Namen da reinschreiben in den Chat. Genau, vielleicht hat der Chat ja noch Ideen, was jetzt eigentlich hipper ist als Discord oder Matrix oder Slack oder Zulip oder wie sie alle heißen. Ja. Also, ich habe weder Matrix, Slack hatte ich tatsächlich mal, aber ich habe Zulip. Telegram. Ja, Telegram ist aber ein bisschen verrufen, ne? Wobei, also jetzt wegen... Das stimmt. Naja, wegen komischen Chatgruppen. Was wurde aus Tox? Wegen Technik. Tox kenne ich nicht.
Ich glaube, Clubhouse ist natürlich der Hot Shit gerade, ne? Oh ja. Ist das oh, aber Twitter jetzt? Twitter kann jetzt seit gestern auch Audio-Live-Räume machen, unter anderem auch jetzt für Android seit, okay. Seit gestern, zumindest in der mobilen, originalen Twitter-App. Henning, du bist doch viel auf Clubhouse unterwegs. Top. Ist das was für die Jugend oder sind das auch eher so die Older Millennials bis Boomer, die sich darum treiben? Naja, auf jeden Fall sind da bisher ja nur iPhone-Nutzerinnen und Nutzer, weil es halt es nur für iOS gibt bisher. Und hängt total von deiner Filterblase ab. Also es hängt total davon ab, wem du folgst. Und es gibt halt nicht so eine allgemeine Timeline oder so eine World-Timeline oder so. Oder die gibt es schon, aber die siehst du eigentlich nicht und da kommst du eigentlich nicht rein, sondern es hängt da total davon ab, wem du folgst. Und wenn du dann sozusagen deinen Twitter-Buddies da folgst, dann bist du wieder nur in deiner Podcast- und Fahrrad-Community wie ich unterwegs. Und kriegst von der Handwerken-Community, die wahrscheinlich auch da ist, von der Fußball-Community, die selbstverständlich da ist und so, nicht so richtig viel mit. Insofern, vielleicht eine Netzwerkanalyse von Clubhouse sehen. Aber es kann auch an meinem Feed, an meinen Followings liegen. Ja, okay. Da ist aber ja, das würde mich total Webstream interessieren. Ja. Wer nutzt das und wie wird es genutzt und so? Das also fände ich jetzt, also mal abgesehen von nur iPhone-Besitzer können dabei mitspielen. Also zu welchen Themen wird da das genutzt und wer benutzt das und so? Es gab von dem NDR-Medienmagazin ZAP eine ganz lustige Reportage vor ein paar Tagen. Das müsst ihr euch angucken, ist eigentlich witzig, zum Thema Telegram, wo sie eigentlich darauf hinaus wollten, dass Telegram ja für dubiose Sachen genutzt wird. Aber es ist total respektabel, der Beitrag, weil sie hatten dann auch irgendwie einen Medienwissenschaftsfuzzi, der dann in die Kamera erklärt hat, dass das Internet halt mal so ist und dass man das solche Phänomene immer haben wird, dass Leute da ihre Wege finden, auch für illegale oder extremistische Sachen und so, was natürlich eine weise Einsicht ist. Nee, und sie haben dann so lustige Sachen gemacht, dass sie sich vor das Bundesjustizministerium gestellt haben, dann so Telegram Groups near me. Ah, bei dem kann ich mit dem Fahrradkurier jetzt Kokain bestellen. Ha, das gucken Sie mal, Herr Schutzmann, das kann man jetzt hier bestellen. Was sagen Sie dazu und so? Und also es ist auch ein bisschen behämmert, aber so sind journalistische Formate. Also ich fand es auch lustig. Aber vielleicht dazu noch ein passender Beitrag, auch zu Hennings Frage vorhin, Plan S oder Plan Sci-Hub. Wenn die Sci-Hub-Seite mal nicht zu erreichen ist, habe ich mir sagen lassen, dass es einen tollen Sci-Hub-Telegram-Bot gibt, den man einfach nur per Telegram-Nachricht die DOI schickt und der schickt einem automatisch das PDF zum Download zurück. Habe ich von gehört? Der funktioniert auch, wenn die Webseite gerade mal nicht zu erreichen ist, weil die das automatisch im Hintergrund umstellen, nur für den Fall, dass jemand das vermeiden möchte. Ja. Nee, das ist schön, ja. Ja, absolut. Also das, J.P. Thiele sagt gerade, dass solche Disclaimer von irgendeinem Medienwissenschaftsfuzzi er ja auch gern bei BAMER-Bashing berichten hätte. Oh ja. Ich weiß nicht, ja, es kommt leider viel dummes Zeugs zu dem Thema, das gebe ich zu, ja. Ja, das stimmt. Ja gut. Nee, aber da geht ja einiges bei dir, Claudia. Interessante Berichte aus deinem Leben. Sehr schön, ja. Absolut. Und als Abschlussbericht aus meinem Leben, ich habe natürlich gestern mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Naja, nicht die halbe Nacht, aber so bis 12:30, um mir die Landung vom Starship anzugucken. Habt ihr das auch getan? Chat, Henning, Lambert, was nicht? Und dann landet das Ding. Und dann landet, warte, ich schicke mal den Link gerade mal rum zum Video. Das aber Claudia, ich will jetzt keinen Spoiler machen, aber... Achso, du willst niemanden spoilern mit dem, was passiert ist, oder wie? Ja. Wieso? Du bist so enthusiastisch, okay. Es ist doch in der Vergangenheit. Es ist, ja, sicherlich, klar. Aber danke für die Info, gut. Ich darf nicht spoilern, wie gestern das Raum. Nein. Nee, ich arbeite unter falschen Voraussetzungen hier. Es wissen natürlich alle, es gibt nichts zu spoilern. Okay, gut. Genau. Sorry. Also wer sich jetzt davon spoilern lässt, das gestern. Okay, dann haltet euch kurz mal die Ohren zu. Ohren zu, alle anderen. Also wer es jetzt nicht hören will, okay.
Also dann ist das Ding einfach tatsächlich, also gelandet und zwar richtig genial. Also, ne, ihr, also das steigt ja hoch und dann macht es ja diesen Belly-Flip-Dings und dann geht es so runter und dann muss es sich ja wieder so aufstellen, um zu landen. Und das hat zum allerersten Mal funktioniert und das Ding stand, ein bisschen schepp, aber es stand und qualmte und brannte und so und dann haben sie das gelöscht und wunderbar und dann hat es aufgehört zu brennen und dann haben sie aufgehört zu löschen und dann machte es Krachbumm. aber einen Schritt weiter. Das Ding ist gelandet, butterweich gelandet. Also richtig gut. Das war ja das erste Mal. Belly-Flip, was ich weiß es nicht, wie das heißt. Ich glaube, oder? Also es macht halt so ein. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber ja. Von dieser Position halt. Und dann sagen die ja meistens, wenn es explodiert ist, ja, ist halt explodiert, aber die wichtigen Daten haben wir gekriegt und erfolgreicher Flug, oder? So, ja, so heißt ja. Es halt meistens. Und in dem Video, das ich verlinkt habe, war es auch super witzig, weil das war von der NASA Spaceflight, der Channel, und die kommentieren das ja, es war nicht SpaceX, sondern die kommentieren das dann so ein bisschen lockerer und dann hatten die da so einen Ablaufplan stehen, wo dann da so drin stand, ja, Start, Landung, Abkühlen, Post-Processing und sowas und dann stand dann da Landung, löschen und dann wurde aus dem Post-Processing irgendwann or not. Or not. Schön. Und die haben sich köstlich amüsiert, aber ja, genau. Ich fand es toll, weil das halt, also ich meine, die haben das jetzt schon ein paar Mal versucht und das hat ja nicht einmal geklappt und jetzt ist das Ding gelandet. Und ich saß da gestern und so, oh mein Gott, das ist tatsächlich unfassbar. Nächster Schritt, also das ist schon Wahnsinn. Das Ding ist ja, sieht ja so ungefähr so dynamisch aus wie ein Backstein, finde ich. Dass das überhaupt fliegt, ist für mich faszinierend. Das ist ein ganz komischer Anblick, finde ich auch. Es ist so überhaupt nicht intuitiv, dieser Anblick, oder? Auch dieses, dass es sich umdreht und dann auf seinem Arsch landet, sozusagen, auf dem Triebwerk, auf dem, was es eigentlich antreiben soll. Das kriege ich gar nicht in meinen Kopf rein. Ja, das ist der Hammer, ja. Also bei solchen Sachen, da würde ich den Verschwörungsmythos verstehen, dass es doch alles erfunden ist und in einem Filmstudio ja, gemacht. Ja, weil es viel zu gut aussieht. Das ist noch doller als bei der Mondlandung. Ja, es sieht zu gut aus, genau. Ja. Ich finde es gut hier, Porcus Divinus. Dann hat es aufgehört zu brennen und dann haben sie aufgehört zu löschen und dann machte es Krachbumm. Corona oder SpaceX? Nein! Genau, SpaceX war schon wieder offline, als es hochging. Ja. Ja, aufgehört zu löschen. So, den Eindruck habe ich gestern Abend auch gehabt. Ja. Ja. Oh, ja, echt, ey, meine Güte. Aber lass uns nicht über Politik reden. Nein, genau. Man kommt in den Tagen halt leider immer wieder drauf, weil es sich im Moment Politik und Wissenschaft so eng verwoben sind, wie es schon ungesünder kaum sein könnte. Wenn ihr das hier später mal nachhört, gestern war wieder eine der Corona-MinisterpräsidentInnen-Konferenzen und. Genau. Uns jetzt für die Durchseuchung entschieden zu haben. Deswegen auch die atmende Öffnungsmatrix. Tja. Ja. Aber Lambert, wie war denn genau, bei dir? Woche so? Ja. Ich hatte gerade heute, ich muss mit einem kleinen harmlosen Anekdötchen einsteigen mit Bezug zur Sendung hier. Gerade heute Nachmittag eine lustige Erfahrung gemacht, medialer Art im Beruf. Und zwar haben wir gerade so eine anstrengende Phase und das hatte heute nochmal wieder so einen Höhepunkt, dass ich mit meinem Team an mehreren Drittmittelanträgen gleichzeitig parallel zueinander arbeite. Also ihr müsst Geld einwerben. Vor. Wir müssen Geld einwerben, ja. Es ist naja, über diese komischen Dynamiken und ob das alles so toll ist, das hatten wir hier und da ja bei Forschungsstrom auch mal als Thema. Ich meine, es ist dann so, man ist ein Team, man arbeitet mit bestimmten Leuten total gerne zusammen und will das gar nicht mehr missen. So, und dann hat man die Dynamik, okay, die arbeiten da, weil die auf einem Drittmittelprojekt sind, was man mal eingeworben hat. Das ist aber endlich, das läuft aus. Also muss es ein Nachfolgeprojekt geben und so. Da kann man und aber vielleicht mal dazu sagen, so funktioniert Forschung und viele Dinge in Deutschland, dass man Geld von externen oder dritten Menschen, also dritten Einrichtungen, Drittmittel einwerben muss, damit man forschen kann oder arbeiten kann. Ne? Ja.
Und die Rolle, die das spielt, ist sehr dominant und das ist ganz schön ambivalent alles. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Also auf jeden Fall, das sind so, deswegen kam es dazu. So, und jetzt hatten wir in so einer stressigen Situation, alle machen so ganz eifrig parallel, natürlich in ihrem jeweiligen Homeoffice, weil so ist es ja im Moment, diese Dinge. Und jetzt hatten wir mal dieses Setting, was ich bisher aus Geschichten von Claudia kannte, dass wir so einen Videokonferenzkanal, aber nur über Audio gleichzeitig hatten und es genutzt haben, so wie man früher Funkgeräte benutzt hat. Das heißt, man schaltet sich stumm, oder jedenfalls die meisten haben es so gemacht, sich stumm zu schalten und dann gearbeitet und so. Und wenn man dann eine Frage hat, braucht man sich nur zu entmuten und man ruft die Frage in den virtuellen Raum und bekommt schnell irgendeine Antwort. Es ist der Hammer. Es ist fast ein bisschen unheimlich, wie effizient das ist. Ist ja auch irgendwie klar, nicht? Man hat, ich weiß nicht, ich musste auch darüber nachdenken, warum überrascht mich das jetzt so, dass es so funktioniert? Also vielleicht, weil man so gewohnt ist, dass man in dieser digital vermittelten Kommunikation doch irgendwie die ganze Zeit rumtippert und dann die Sache verschriftlichen muss. Der Schritt fällt halt weg. Trotzdem hat man gleichzeitig den Vorzug, dass man bei sich alleine in Ruhe sitzt und ja eigentlich in Ruhe schreiben kann. Also das ist schon interessant. Fand ich ein interessantes Ding. Ja, ja, kann ich wirklich. Ich habe auch damit so gute Erfahrungen gemacht. Also gerade für sowas finde ich es jetzt eine gute Sache, ne? Wenn man eh an einer Sache gemeinsam gerade arbeitet, aber nicht wirklich zusammen, sondern jeder für sich. Ja. Interessant. Und wie viele Ding. Leute hast du dann in deinem Audio-Chat da drin? Wir waren in dem Augenblick nur zu dritt da drin. Aber das hat schon gereicht, um das gesamte Setting produktiver und angenehmer zu machen. Also, naja, ja, ich weiß es nicht. Das fand ich ganz interessant. Hm. Ich glaube auch, dass das für Forschende ganz, ganz lohnend sein kann, weil die ja auch, wenn man zum Beispiel an einem Artikel zusammenschreibt, sowas machen zu können, ist einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, solche Tools oder sowas zu machen, ja, zählt auch zur Digitalisierung von, also Digital Scholarship, digitales Arbeiten in Forschung und Lehre. Und muss man auch mal erkunden. Und dafür muss es auch Infrastrukturen und sowas geben. Und ich finde das total wichtig. Und das gehört in den Handwerkskasten von Forschenden. Dass sie sowas können oder einsetzen können, wenn sie es brauchen. Oder Es ist halt irgendwie ein Werkzeug oder eine Methode, die nicht forschungsspezifisch ist, nicht? Das ist potenziell interessant für alle, die irgendwie Kopfarbeit machen oder sowas oder am Schreibtisch hocken. Das ist so ziemlich universell anwendbar, wahrscheinlich solche Muster ganz interessant. Ich meine, klar, die Leute schwärmen davon, dass beim normalen Büro oder so, das dann so ist, dass man bei den Leuten direkt anklopfen kann und so. Aber was heißt das eigentlich? Ich als derjenige, der im Büro sitze, wenn es klopft, dann, okay, und dann bin ich erstmal in meinem Flow unterbrochen oder sowas. Während diese Funk, CB-Funk Erfahrung ist dann eher so, dass ich sowohl schnell reagieren kann, als auch eigentlich in meinem Flow drinbleiben kann. Also irgendwo ist es jedenfalls eine andere Art, diese beiden Sachen auszutarieren, die das ganz interessant macht. Ja, vielleicht so. Virtuelles Großraumbüro kam hier im Chat auch gerade als Stichwort. Das war ich. das warst du, genau, ja. Und Orangenöl sagt, wie Schreibtisch im selben Büro, aber ohne Tasten klappern hören müssen. Ja, das stimmt nicht immer, je nachdem, wie schlecht das Mikro eingestellt ist, wie schlecht die Rauschen da drin ist. Weil ich habe Millionen Stimmen verschwimmen zu einer einzigen Stimme. Da muss ich jetzt an die Borg denken. Ja. Widerstand ist zwecklos. Okay, nein, aber Lambert, was war noch so bei dir los? Was war denn noch so bei mir los? Ja, mein Leben ist im Moment dominiert vom Nachdenken über Drittmittel. Nee, aber es ist Jammern auf hohem Niveau. Ich habe auch gleichzeitig die zweite Staffel von The Crown angefangen und so. Es gab auch positive Momente. Ist nicht schlecht. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber ist nicht schlecht. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Aber mach dir nichts draus. Ich habe Shadowhunters gebinged und gucke jetzt The Mentalist neben dem Arbeiten. Gegen die Einsamkeit.
Aber was ist das für ein Arbeitsmodus, Claudia, dass du arbeiten kannst? Also das ist dann so formal ja für irgendwelche Studienbetriebssachen weg. Echt? Und dabei guckst du, also dabei hören, das kann ich verstehen. Aber ja, also ich gucke da nicht genau hin. Also, aber ich gucke auch keinen Fernsehen, wenn ich vorm Fernseher sitze, dann habe ich auch immer mein Handy vor meiner Nase und löse Nonogramme oder Sudokus. Ich bin da vielleicht ein bisschen extremer als andere. Aber ich kann nicht einfach nur da sitzen und etwas gucken. Genauso wenig kann ich auch eigentlich sehr selten einfach nur da sitzen und arbeiten. Ich brauche noch eine Stimulation. Ja, verstehe. Sehr interessant. Okay. Ja. Ja, und ansonsten vielleicht noch so zum Ausklang von meinem Wie geht's, kann ich noch erzählen, dass wir mal wieder versuchen, der Menschheit Blockchain-Anwendungen unterzujubeln. Ich bin davon nicht abzubringen. Wir haben so eine Idee gerade am Start. Man kann so Anbieter wie YouTube und so, die machen ja Content Identification, nicht? Also das ist die Technologie, die dahinter steckt, dass die glauben, sagen zu können, sofort nachdem man es hochgeladen hat, ob ein Video, was man hochgeladen hat, eine Urheberrechtsverletzung enthält. Weil die einfach die Muster die ganze Zeit miteinander vergleichen und wenn da ein Soundfetzen ist, der in ihrer Datenbank zum Fingerprint ähnlich genug ist von irgendeinem Copyright-geschützten Song, dann schlagen die sofort zu, ne? So, und diese Content Identification, das ist jetzt so, jetzt gebe ich natürlich eine total originelle Idee aus diesem Drittmittelantrag raus, die dann alle Welt sich sofort klauen kann. Nein, aber ich... Ich bin schon am Notizen machen, red weiter. Nein, die Idee ist, dass man das ja auch switchen kann und das für was Positives nutzen kann. Also angenommen mal zum Beispiel, ich harveste die ganze Zeit das Web und ich habe ein riesen Webarchiv, da sind viele hochauflösende Bilder drin, so meinetwegen. Und jetzt im Deutschen ist das Problem, wenn ich nicht das Internetarchiv bin und glücklicherweise in San Francisco sitze, kann ich mein Webarchiv nicht einfach veröffentlichen. Weil sowas wie Takedown-Notices gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, jeder kann zu einem Richter rennen und der kann mich sofort verknacken, ohne dass ich eine Chance habe dagegen. Ja. Das ist das Problem mit Internetarchiv in Deutschland. Sowas Ähnliches kann ich hier nicht betreiben. So, was ist aber, wenn ich jetzt so ein tolles Content-Identification-Ding habe und zum Beispiel von ganz, 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 ganz vielen Bildern, die ich hochaufgelöst von nah und fern sammle, einfach anhand von wiedererkennbaren Patterns rausfindet, dass die gemeinfrei sind, weil das alte einfach Bilder von alten Gemälden sind. Also automatisch quasi. Automatisch. Oder dass sie schon mal irgendwo veröffentlicht worden sind, explizit unter einer maschinenlesbaren Creative Commons Lizenz, sodass ich sie sozusagen positiv als unproblematisch identifiziere mit der gleichen Technologie und sage, hey, du hast da ein Riesenarchiv irgendwo im Hintergrund, was du der Welt nicht zeigen kannst, aber diese paar tausend Sachen kannst du problemlos freigeben, weil die sind sowieso frei. Naja, ich weiß nicht, ob das so faszinierend ist oder was. Ich finde es eine coole Idee, das ist so eine Sache, die wir gerade Leuten weismachen wollen, dass sie uns da Geld für geben, das umzusetzen. Mal gucken. Daumen sind gedrückt. Ja. Aber braucht man da wirklich die Blockchain oder würde auch irgendwie eine Excel-Tabelle reichen und du hast es nur der Bullshit-Bingo-Mäßigkeit wegen Blockchain reingepackt, genau. Ja, okay, ist eine berechtigte Frage. Ich bin da jetzt ein bisschen im Thema gehüpft. Also man könnte Blockchain, es gibt Leute, die sagen, man kann Blockchain ganz super nutzen, um solche Hashes oder solche, ja, also sozusagen diese digitalen Fingerabdrücke von den Mustern zu speichern, weil das so eine Art Datenbank ist, zu der jeder was hinzufügen kann. Die hat keinen Besitzer, die Blockchain, sondern jeder kann da was hinzufügen, aber es kostet halt was, da was hinzuzufügen. Es ist nicht kostenlos und das ist eine ganz interessante Art von öffentlicher Infrastruktur damit und man könnte dann zum Beispiel so eine Konvention verabreden, dass man Blockchains benutzt, um Claims, also dass irgendeinem jemandem ein Muster gehört oder so, der diesen Anspruch anmeldet, darüber abzuwickeln. Aber ich muss sagen, das ist jetzt ein bisschen auch eine optionale Idee. Aber trotzdem, ich finde es eigentlich eine super, also berechtigte Sache, weil wenn ich weiß, dass auch, wenn ich zum Beispiel Bilder für Folien oder irgendwas suche und ich gucke auf Flickr, ne, da gibt es ja auch viele mit Creative Commons Lizenzen, die man weiterverwenden kann und da gibt es genug Scam-Accounts,
die quasi Bilder da hochladen, die aber eigentlich urheberrechtlich geschützt sind. Und dann schreiben die da aber eine Creative Commons Lizenz hin. Es wäre Damit sie natürlich. danach die ID von dem Bild suchen können, um dich abzumahnen. Ja. Oder halt sich dann der Originalfotograf abmacht, was auch immer, genau. Und das ist halt. Ist es nicht zu fassen? Und für sowas wäre natürlich, ich kann das checken, ob das, weil das kostet Geld, das da zu registrieren, ich kann das irgendwo checken, ob das tatsächlich eine Creative Commons Lizenz ist, dieses Bild. Das wäre natürlich super. Weil, also das ist was mir bei Flickr aufgefallen ist. Also du hast dann da so Accounts, die haben irgendwie 10 Fotos und das sind 10 so unterschiedliche Fotos, die hat definitiv niemals dieselbe Person gemacht. Und das sind auch völlig unrelated Stuff und dann hoch aufgelöst irgendwas und. Ja. Und dann wirfst du es in die Google-Bildersuche und stellst fest. Abgefahrenes Zeug, ja. Weil es hat ganz, ganz viel zu tun damit, wie, jetzt kommen wir doch wieder auf Politik, aber es ist bei diesem Thema halt so, ne, wie das Urheberrecht funktioniert. Also, wenn wir jetzt Orangenöl am Start hätten, der könnte uns das aber erklären und er Das würde aber stimmt. nichts übrig lassen von dem derzeitigen Urheberrecht hier. So. Könnte man Urheberrechtsströme Ja. machen, dann kann Orangenöl uns mal erklären, wie das mit dem Urheberrecht momentan ist. So was ein Rant. Genau. Rant, genau. So, Wieso ich? jetzt Naja, habt weil du das kannst. Eine ja. Frage. Ja, du kennst dich halt aus mit sowas. Ja. So. Ja. Henning, was ist Genau. los bei dir Henning, was war gewesen? bei dir so los die Woche? Genau, ich bin ja für die Downer zuständig und deswegen wollte ich mich gleich mal hier aus dem Stream verabschieden als Downer. Ganz kurz aber auch nur. Weil ich mich mit einem neuen Gerät wieder einwählen möchte, um euch dann ein bisschen was zu erzählen, was bei mir diese Woche eigentlich so besonders war. Ich zeige euch mal kurz, mit welchem anderen Gerät ich mich einwählen werde. Lass mich raten, ist es ein iPhone? Nein? Okay, warte. Es Oh. ist schon ein Smart-Gerät, aber das Smart-Gerät ist gekoppelt mit einem anderen Smart-Gerät. Gekoppelt! Gekoppelt, ja. Du hast da Panzertape an. Also, ihr Okay. wisst natürlich, das Wichtigste in der Wissenschaft ist immer das Gaffer. Ja. Aber Gaffertape wäre die ist es. Wissenschaft ohne Gaffer? Sehr Und schön. ich wollte euch ein bisschen Smart-Content zeigen auf einem Smart-Gerät und wusste nicht so richtig, wie ich das abfilmen soll. Aber dann habe ich dieses wunderschöne Tool hier gesehen. Ey, jetzt Insofern, bin ich super gespannt. ich bin mal kurz raus und Ja. komme gleich vom anderen Gerät aus wieder rein. Es ist Ja. dann. Es sollte hochkant sein, aber wir wissen schon, es wird nicht so geil angezeigt, aber ihr We werdet hier try unschwer our sehen. best, genau. So, ich lege hier Ja, mal ja. drauf und komme gleich wieder rein. Bis gleich. Bis gleich. Super. Gleich. Okay, jetzt sind wir Claudia, gespannt. wir müssen Pausenüberbrückungsmusik machen. Oder. Das kann ich nicht. Ich habe diese Woche den schlimmsten Ohrwurm aller Zeiten. Wenn ich den jetzt anfange zu singen, dann rennen alle weg. Oh, Ohrwürmer. Irgendwie hatte ich wegen Daft Punk Auflösung ein paar Mal noch was von denen gesucht oder sowas. Und jetzt schlägt mir YouTube ständig Daft Punk Videos vor. Das sind solche Ohrwürmer. Du hast sofort einen Daft Punk Ohrwurm. Vielleicht habe nur ich das Problem, aber ja. Nee, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Oh, guck mal, da ist ein Henning zumindest schon mal wieder mit so, also zumindest schon mal. Henning auf Standby. Ja, es lädt, es lädt. Ah, ja. Wir können dich noch Hallo. nicht. Jetzt, ja, jetzt hören wir dich. Ja, soll ich die Perfekt. Kamera umdrehen? Wie kann ich denn jetzt hier die Kamera umdrehen? Hört ihr mich eigentlich? Ja, wir hören dich. Bestens, bestens. Super, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hier die Kamera umdrehen kann. Du hast minimale Ruckler drin, aber das ist jetzt WLAN-bedingt, ne? Das ist nicht vermeidbar, denke ich mal. Ah, okay. Ja, ich hätte natürlich vorher mal hier, kann ich denn die. Wenn du jetzt die Kamera nicht drehen kannst, wäre das jetzt echt crazy. Hier, Warte so. doch. Ja. Ja, und jetzt passiert was. So, Oh, okay. mega. Ja. Wow. So, ihr seht jetzt hier mein iPad. Und das hat damit zu tun mit dieser App, die ich euch ans Herz legen will. Und es geht um die App Mission to Mars AR. Also ich wollte euch was über Augmented Reality zeigen, weil das meine Kinder voll drauf abgegangen sind, diese Woche nach der Marslandung neulich. Und irgendwie, das war früher mal mein iPad. Ich habe mittlerweile den Eindruck, ich darf das kaum noch benutzen, weil das irgendwie immer benutzt wird von anderen Menschen in diesem Haushalt. Und insbesondere, aber nicht nur zum Quatsch machen, sondern auch wirklich zum was lernen.
Und wir sind ja neulich, die Menschheit ist ja neulich auf dem Mars gelandet. Und was es da so gibt, ist halt ganz, ganz interessant. Da gibt es zum Beispiel den Mars, den man sich halt auch irgendwie so ins Wohnzimmer holen kann. Und ich kann den mal hier ein bisschen, kann ich den euch mal ein bisschen zeigen hier bei mir im Wohnzimmer. Das ist der Nordpol vom Mars. Und die Kinder waren dann also hier voll am aktiv sein. Man kann hier auch ein bisschen was lernen über den Mars, also vierter Planet aus dem Sonnensystem. Und man kann ihn dann so drehen. Man kann ihn auch zum Beispiel mit der Erde vergleichen. Cool. Da kann man auch nochmal was über die Erde lernen. Mhm. Und die kann man sich dann auch so bei sich im Wohnzimmer angucken, die Erde. Wie geil ist das denn? Ne? Ja. Man kann aber auch beim Mars den mal aufklappen. Dann könnt ihr euch mal hier angucken, wie der Mars so von innen aussieht. Und da gibt es schon vieles, viel cooles Zeug, was man sich da angucken kann. Ja, jetzt kannst du hier was lernen über die Atmosphäre. Also der Mars hat eine relativ dünne Atmosphäre, die ist nur 1% so dick wie die der Erde und besteht aus CO2 und dann kannst du dir hier was über die Pole angucken oder es gibt einen ganz berühmten Vulkan auf dem Mars, das ist der größte Vulkan des Sonnensystems, 26 Kilometer hoch, also richtig krass hoch und so weiter. Also da kannst du dir alles irgendwie mögliche hier über den Und hast über den ihr Planeten. Den Schatten gesehen? Der Mars hat einen Schatten auf deinen Fußboden geworfen, das war episch. An der richtigen Stelle, ja. So? Sehr ja. Cool. Achso, genau, dann gibt es noch dieses Portal, das ist auch ganz geil. Also es gibt unendlich viele Welten, die man hier betreten kann. Mhm. Wir können uns auf dem Mars nämlich nochmal ein Portal hier in mein Wohnzimmer legen. Da muss man hier mal so gucken, move around und dann soll ich irgendwie tappen. Ne? Warte mal, wenn das blau ist, glaube ich, kann ich tappen. Genau, so. Hört ihr die dramatische Musik? Nee, die hören wir gerade nicht. Nee, das kommt nicht an. Aber wow. Oh. Oh. Oh mein Gott. So, also jetzt sind wir auf dem Mars. Da ist gerade Perseverance gelandet. Jetzt kommt auch die Musik an, ja? Jetzt kommt richtig die Musik mit. Okay. Und jetzt können wir also hier... ich stehe jetzt hier quasi schon in meinem Vorhang drin. Irgendwie soll ich hier noch weitergehen, aber nee, so. Und also wenn ihr die Musik eh nicht hört, dann mache ich die mal hier ein bisschen leiser. Die irritiert mich jetzt hier ein bisschen. So, und da können wir also Perseverance, dieses neue Landegerät, sehen, das sich hier sozusagen in der Marslandschaft, also hier ist noch mein Vorhang, aber wenn ich hier in die Marslandschaft reingehe, dann kann ich mich ja auch umgucken in der Marslandschaft. Und es gibt auch noch irgendwo so eine Welt, wo ich den steuern kann. Ich weiß jetzt nicht, nee, es ist, glaube ich, nicht hier. Oh. Jetzt, genau, sehen wir wieder. Du hast da ein Portal in deinem Wohnzimmer. Ja, das ist genau, das ist das Portal in dem Wohnzimmer, genau. Ja. Aber ich wollte noch mal in die andere Welt gehen, wo ich diesen Rover steuern kann. Drive the Rovers, genau, das ist hier. Das ist auch geil. Ich habe übrigens extra ein bisschen hier aufgeräumt, damit der Fußboden frei ist, weil der braucht immer so ein bisschen... Wow, ja, der ist, ja. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir den in 1:8... Oh, 1:8 ist ja süß. Oh Gott. 1:2 Oder 1 ob wir den mal hier in Originalgröße in mein Wohnzimmer reinstellen wollen, aber dann... Ach, geht, verliert der schon mal. Also ich mache 1:4 Platz. So. Oh, das ist und schon jetzt, schick, ja. Jetzt können wir uns den natürlich so angucken, was hier alles so dran ist, wie die Räder so aussehen oder was der hier so hat. Der hat nämlich zum Beispiel hier oben diese Kamera, die ist ganz geil. Und der hat so einen Mast und den Mast zum Beispiel, den Arm, den kann man noch ausfahren. Wir können mal gucken, was dann passiert. Aha. Und der ist auch zu geologischen Untersuchungen da. Also der kann sich so auf den Boden legen und kann dann da irgendwie mit so einem Hämmerchen reinhämmern und kann dann da Proben nehmen. Oh, oh mein Gott, wie geil.
Bin ich eigentlich der Einzige, der bei dem Kameraarm an Wall-E denkt und sich fragt, ob die NASA-Ingenieure Pixar gucken und sich vielleicht manchmal ein bisschen beeinflussen lassen? Ja. Ja, nee, das ist sehr schön, das mit der Bodenprobe, ja. Ja, dann kann man noch die Kamera irgendwie so auf so einen Tracking-Modus setzen, dass die mir immer folgt. Also jetzt laufe ich hier so rum und diese guckt mich dann immer an. Ach so. Und man kann die natürlich auch noch fahren. Ne? Das ist übrigens voll ein Feature, was ein Mars-Rover ja mal nicht braucht, oder? Also, falls jemand zufällig um den Mars-Rover drumherum tanzt, dem folgen können. Naja. Oh Gott. Guck dir das an, wie gut das aussieht. Ich muss das nachher auf jeden Fall auch machen. Das ist sehr smooth, ich muss nur einen Fußbodenfläche groß genug freiräumen. Genau. Bis gerade eben war hier alles voll mit Playmobil und wir mussten den ganzen Playmobil-Zirkus abbauen und jetzt haben wir hier gerade mal Fläche. Ja. Allerdings hat JP auch schon mal festgestellt, was das große Problem ist, Henning. Die geben Millionen an Forschungsgeldern aus, ja, um da auf den Mars zu kommen und du hast ein Portal in deinem Wohnzimmer. Ja. Sag doch Bescheid. Wie sind die eigentlich, ne? Nimm die einfach die App. So, das Letzte, was ich euch noch zeigen wollte, das war der Oberkiller. Als ich das gesehen habe, das wusste ich auch selber nicht, dass das geht, aber auf einmal ruft mein Fünfjähriger und dann musste ich kommen und dann hat er mir Folgendes gezeigt, jetzt brauchen wir doch den Ton wieder. Okay. Gleich riecht es hier nach Kerosin. Ja, ich hoffe mal, das könnt ihr jetzt gleich hören. Wir machen jetzt nämlich mal einen Start. Hier sind meine Füße übrigens. Ja. Okay. Also falls ihr es nicht hört, da geht gleich ein Countdown los. Sieht auf jeden Fall aerodynamischer aus als das, was da das Starship. Oh ja. Oh nein, jetzt hängt bei mir der Stream. Jetzt geht's wieder. Oh mein Gott. Schön. I love it. Gibt's jetzt so Schmauchspuren auf deinem Parkett? Nee. Nee. Schade, okay. Aber wie toll und detailgenau das ist. Also, das ist ja richtig toll. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und ich glaube, ich komme mal wieder rüber hier in die andere Kamera. Ja, danke. Ja, ich frage mich gerade, könnte man es noch immersiver machen, indem man bestimmte Elemente, die man typischerweise im Wohnzimmer stehen hat, abräumt und sie aber dann wiederum als virtuelle Objekte in die virtuelle Umgebung einbaut. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich habe normalerweise meinetwegen in einer Ecke meines Wohnzimmers diese Mengenvase stehen. Jetzt räume ich die Mengenvase ab, aber als 3D-Objekt ist sie in der Umgebung drin und dann passieren wilde Dinge. Der Mars-Rover schubst die Mengenvase um und sie geht in die Brüche oder so. Okay, es ist vielleicht ein bisschen in der Umsetzung doch schwierig, aber ich stelle es mir ganz interessant vor. Und Henning, eine Sache noch. Du hattest mal in einem Forschungsstrom diese Visualisierungswebsite für das Dreikörperproblem gezeigt. Das hätte ich gern auch als so eine App, oder? Dass man so sagen kann, hey, ich möchte so einen Riesenplaneten und dann schwirren so zwei andere Planeten um den rum und das in meinem Wohnzimmer und die crashen in die Mengenvase. Entschuldigung. Ja. Sehr schön. Und es ist wirklich ein toller Use Case für Augmented Reality. Also ich bin ein total riesengroßer Fan von Augmented Reality, aber es gibt wenig Anwendungen, die über Gaming hinausgehen und Sinn und wirklich Sinn machen in Form von, das will ich nutzen. Ansonsten kenne ich halt Pokémon, so Pokémon Go, wunderbar, Augmented Reality, ne, aber, oder Snapchat, lustige Snapchat-Filter und in Zoom kann man sich ja jetzt auch eine Pflanze auf den Kopf setzen, wenn man möchte, aber ansonsten, also das ist mal eine richtig gute Anwendung, weil das visualisiert total, toll, ja. Die Sache, für Kinder mega. Ja. Gut, ja. Für mich auch.
Nee, ist ja, genau, das toll. War, ja. Das war mein Wochenhöhepunkt, den wollte ich doch gerne mal mit euch teilen. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Und dann. Aber das hat jetzt hervorragend funktioniert, das muss man sagen. Ja, ja. Konnte man das gut sehen. Ja, richtig gut. Wirklich, genau. Ja. Ist auch ein origineller Aufbau, den du da gemacht hast. Ja, ich zeig sehr das durchdacht. Noch mal. Ja. Ja. Ich finde tatsächlich, den musst du dir patentieren lassen. Ja, ja. Patentieren, ja. Ja, das ist der Henningsche. Genau. Ich habe das, vor vielen Jahren schon mal gemacht. Es gibt ja auch, es gibt auch diese eine App von der TU, RWTH Aachen, glaube ich, Firefox oder so, womit man alle möglichen Sensoren des Smart-Gerätes nutzen kann, um irgendwie, weiß nicht, Luftdruck und Gravitation und so zu messen. Ja. Und bevor es Firefox gab, gab es vor vielen, vielen Jahren mal so eine andere App, die das konnte. Und als die rauskam, habe ich das mal versucht darzustellen, zum Beispiel bei einem Pendel. Dass wenn du ein Pendel hast, das Pendel ist ja in dem Moment, wo es umkehrt, ganz, ganz, ganz kurz schwerelos. Oder zum Beispiel, wenn du etwas hochwirfst, ist es ganz oben, ganz kurz, oder es ist eigentlich die ganze Nicht-Beschleunigungsphase. Also es ist die ganze Zeit schwerelos während des Hochfallens und während des Runterfallens, nur wenn du es gerade abwirfst und wenn du es auffängst, dann ist es, hat es Schwerkraft. Und das zum Beispiel habe ich versucht zu visualisieren. Und da habe ich mir auch so ein ähnliches Gerät gebastelt, wo das eine Gerät das andere gefilmt hat, um dann die Messdaten da irgendwie. Vor allem auch um die relative, also um die relativ mit dabei zu sein, wenn das schwingt, ja. Ja, genau. Und dafür hatte ich das schon mal gemacht, aber das ist schon viele Jahre her und da gibt es noch irgendwo auf Vimeo ein Video zu finden. Aber, ich werde euch mal in den nächsten Forschungsstrom-Folgen auch mal sowas mitbringen. Also nicht zum Machen, aber es gibt einen total interessanten Versuch, den man in der Meteorologie gerne macht, so im Studium, wo die Kamera auch mit rotiert. Ich guck mal, ob es dazu schöne Videos gibt. Also ich habe die früher betreut an der ETH in Zürich für die Studierenden und das war ein Riesen. Also ich liebe so Aufbauten. Ja, Pendeln nur meteorologisch. Also dafür sind diese Action-Cams jetzt natürlich der Hammer, ne? Das ist eigentlich lädt zu solchen Spielen ein, ne? Mhm. Ich hatte mir auch schon überlegt, so eine zweite. Ob man ans Handy nicht eine Kamera, eine externe anstöpseln könnte, um dann das Handy abzufilmen mit so einer Action-Cam. Wäre ja praktisch, aber ich glaube nicht. Boah, vielleicht warum nicht? Ja. Du hast doch noch GoPro, Lambo. Ja, genau. Ich habe mir so eine, nicht die allerneueste, sondern eine, die noch halbwegs preislich vernünftig ist, besorgt. Und die hat dann dieses interessante Feature, wie ich dann erst wiederum bemerkt habe, wie man hier sehen kann, der kleinere von den beiden Anschlüssen ist ein Mini-HDMI oder Micro-HDMI oder so. Und wenn man das Ding als Webcam einsetzen will, braucht man natürlich dann wiederum einen Adapter, der das macht, ne? Aber naja, Luxusproblem. Oh, Orangenöl hat Hennings Aufbau 2.0. Selfie, Vorderseitencam und Spiegel gegenüber festtapen. Dann hat man wieder so ein unendliches Bild wahrscheinlich irgendwie, ne? Ich muss da erstmal eine Schemaskizze zu machen, um das beantworten zu können. Mal Strahlengang aufmalen, bitte. Genau. Ja, das ist Optik, zweites Semester Physikstudium. Ja. Cool. Mein Tutor im Physikgrundstudium hat immer gesagt, Optik ist, wenn man trotzdem lacht. Oh Gott, Optik ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Hätte ich jetzt eher zu binären Schaltungen gesagt, die haben mir das Gehirn zermartert, aber die mussten wir auch stecken. Weißt du, so. So digitale Sachen hatten wir nicht im Anfängerpraktikum. Naja, gut. Ja, okay, warte, ich glaube, das war auch Praktikum 2, also das Anfängerpraktikum 2. Gott, damals musste ich noch Papierlaborbücher machen. Macht man das heute noch? Also die Experimente auf Papier, die Notizen machen und so? Nee, dafür gibt es heute Blockchain. Ah, ja, macht auch mehr Sinn. Ja, hast recht. Ja. Hier, recht. Papierbuch, schmeiß weg, Blockchain her. Ja, elektronisches Blockchain-Laborbuch. Nicht, dass ihr wieder am P-Value rumhackt. Ja, Gott, Fehlerfortpflanzungen berechnen. Oh mein Gott, war das schrecklich. Oh, echt? So was hast du gemacht? Na klar, wenn du dann irgendwie misst, wie schnell irgendwie das Pendel hinterpendelt, dann musstest du natürlich auch die Fehler
in der Zeitmessung und die Fehler in der Streckenmessung und dann gibt es Formeln, wie man berechnet, wie sich dann der Fehler fortpflanzt in der Geschwindigkeitsbestimmung und so weiter. Da musste man immer, also ich fand, ich habe es geliebt, aber damals. Du hast solide Sachen gelernt, ja. 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 Und was ist aus dir geworden? Professorin für Wissenschaftskommunikation. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber mein Prof von früher, also mein Doktorvater, der hat sich sehr gefreut. Hast du mir jetzt mal eine Mail mit deiner neuen Signatur geschickt und gesagt, hier, Kollege? Ich hatte ihn tatsächlich vorher ja gefragt, ob ich ihn als Referenz auf meiner Bewerbung aufführen darf. Man kann ja da Referenzen angeben. Und da hatte ich ihn unter anderem auch gefragt. Und dann hat er natürlich immer wieder mal nachgefragt, was da passiert und so. Und er hat sich dann sehr gefreut. Ich habe dann geschrieben und yes. Ja, ja, schön. Wir müssen auf jeden Fall, dürfen wir nicht vergessen, wieder einen neuen Termin festzulegen. Aber ich weiß ja nicht, ob wir vorher noch andere Housekeeping-Themen habt. Wollt ihr noch? Also kurz mal in die Beschwerdebox geguckt, die Chat in Twitch heißt bei uns. Genau. Liegt da was drin? Wie fandet ihr das neue Format? Ja, genau, ja. Heute mal keine Paper um die Ohren gehauen bekommen. Genau. War das jetzt zu viel Human Touch oder genau richtig? Oder zur Not man kann auch ins entgegengesetzte Extrem gehen. Und, ja. Ja. Ihr könnt es auf jeden Fall in die YouTube-Kommentare oder auf unserem Blog, also in unserer Webseite kommentieren, wenn ihr jetzt noch keine Meinung dazu habt. Ja, aber das ist die Frage, machen wir nächstes Mal einen Forschungsstrom-Klassik? Und wann machen wir ihn? Ne? Ja, traditionell sind wir am ersten Donnerstag im Monat. Ja. Das wäre sage und schreibe der 1. April. It would be epic. Ja. Ja, das können wir unseren Followern zumuten, oder? Die verstehen, dass es kein Spaß ist. Absolut. Ja. Es ist also, auch Gründonnerstag ist es auch, aber für mich wäre es okay. Muss man da, ich bin nicht religiös, muss man da, darf man da nicht witzig sein, oder? Ich glaube, Tanzen ist verboten. Oh, ich erinnere mich. Ja, sowas, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an so einem Tag mal in einer Diskothek war und wir haben natürlich nicht getanzt. Und wenn dann die Polizei zur Kontrolle reinkam, haben wir natürlich auch nicht getanzt. Ich erinnere mich. Ja, das, da war was, da war was. Mmh. Ja, ja. Nur Downer war ein bisschen ungewohnt, sagt JP. Das stimmt. Ja, also als Downer habe ich sozusagen das, oder als Derailing habe ich sozusagen das Verlassen des Chats jetzt, des Calls gedacht. Aber ja. Ach so, ja, es war nicht down genug, weil du hast danach wahrscheinlich zu gut mit der App uns wieder aufgeheitert. Nee, ich habe aber auch keinen weiteren Downer im Moment. Nee. Überrascht uns mit der absoluten Forschungsstrom-Disruption. Man kann das ja ruhig mal offenlegen hier, dass wir auch mal eine kleine Redaktionssitzung zwischendurch eingelegt hatten. So kann man es doch nennen. Claudia Henning, kann man ja das so nennen? Könnte man so sagen, ja. Genau, wo wir alles überdacht haben. Wir haben keine Tabus gekannt. Wir haben das Oberste zu unten gekehrt und überlegt, wie man Forschungsstrom anders machen kann. Und ja, ja, wir leben weiter. Genau. So, ja. Wenn ihr Ideen, Wünsche, irgendwas habt, schreibt uns doch mal. Ihr seid da frei. Ich gucke gerade, ob ich im Wissenschafts- und Technikkanal was zum Raiden finde. Unterhaltet mal. Macht mal ihr zwei hier. Ja, genau. Und insofern, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, dann sagt sie uns. Wie gesagt, gilt weiterhin auch gerne noch die Aufforderung, uns Gästinnen und Gäste vorzuschlagen. Wir nehmen auch gerne mal Forscherinnen und Forscher ins Kreuzverhör. Weiß ich nicht, ob wir dann mit denen auch ein AB-Spiel machen wollen, um die noch zu stressen, aber traditionell fragen wir ja mindestens immer nach dem Lieblings-XKCD und der ersten Programmiersprache, oder wie war das? Insofern, wenn ihr da Tipps habt, genau, schickt sie uns. Ja, ich habe jemanden gefunden, der sich den Sternenhimmel gerade anguckt. Und man kann in der App oder live?
Live offensichtlich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er genau tut, aber das ist ein Astronomie-Kanal. Ich würde sagen, den würde ich mal ausprobieren. Oh, klingt gut. Oder? Ja, aber gerne, ja. Ja, super. Dann war schön mit euch. Wir sehen uns am 1. April wieder. Kein Scherz. Kein Scherz ist fast schon der Sendungstitel, oder? Stimmt. Naja, nee, ja, wir finden etwas Originelleres wahrscheinlich, ja. Ja, kommt noch mit rüber zum, ich wollte gerade Astrologie sagen. Nein, Astronomie. und wir sehen uns am 1. April. Es war uns ein Fest. Ne? Und macht es gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss.